Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gothic 2, die Nacht des Raben. Wir sind auf dem Weg ins Minental, befinden uns gerade auf dem Pass dorthin und haben uns im letzten Part als erfolgreicher Orkschlechter bewährt. Da liegt eine schöne Spruchrolle für uns. Ja, die Klaue Belias hat sich schon mehr als bezahlt gemacht und ich fürchte hier um die Ecke... Oh, sind die nächsten Orks, aber in Wirklichkeit sind wir im Minental. Kapitel 4. Drachenjagd. Yeah, Drachenjagd. Neuer Tagebucheintrag, das auch noch. Ach, ich schlage immer die Karte auf, das wird sich nie ändern. Die Drachenjäger. Die große Drachenjagd ist eröffnet und hat unvermutlich viele Möchtegern-Abenteurer ins Minental gelockt. Quasi eine Touristenattraktion. Ich kann nur hoffen, dass sie mir nicht im Wege stehen. Jawohl. Das werden wir herausfinden. Moment, war da noch was? Drachenjagd. Nein, das Drachenjagd. Ich bin nun bereit, den Drachen hinüberzutreten. Das Auge Innos wird mir helfen, sie zu bezwingen. Ich darf nur nicht vergessen, es zu tragen, wenn ich... Ja, den Satz kann ich eigentlich dick unterstreichen. Wenn ich in den Kampf gegen die Biester ziehe. Erst muss ich mit den Drachen gesprochen haben, bevor ich auch nur den Hauch einer Chance gegen sie habe. Das Dumme ist nur, dass das Auge bei jedem Gespräch mit einem von ihnen seine Kraft... seine Kraft verliert. Ich benötige das Herz eines Drachen und eine leere Laborflasche, von denen haben wir genügend, um das Extrakt des Drachenherzens mit dem geschwächten Stein des Amulettes an einem Alchemietisch zu vereinen, bevor ich mich dem nächsten Drachen stellen kann. Ja. Und das meinte ich mit dem Mittel gegen die gegen die Drachen. Ja. Ah ja, da ist schon der nächste. Komm. Alter, wie weit die mich sehen können. Das ist so gemein. Uka-Chaka, Klappe zu. Jawohl, und Belias Klaue, ja. Und, aua, das war's mit dir, du Mistvieh. Muha. Ich liebe die Klaue Belias. Habe ich eigentlich schon einmal erwähnt, dass ich die Klaue Belias liebe? Was ist da hinten eigentlich? Da ist ein Lager mit nix. Als wie einem Wolfsfell, einer Spruchrolle, einem Wargfell, einem Apfeltabak und einem Trank, einem Steinbrecher. Ist da hinten auch noch was? Nö. Das war's. Okay. Ja, da hat scheinbar mal ein Holzfäller sein kleines, bescheidenes Lager aufgeschlagen und ja... Da dieses hier nicht sonderlich viel Schutz bietet, scheint er wohl von Orks überrannt worden zu sein. Diesen Flaschenzug hier, den wir hier sehen, ich würde es mal Flaschenzug nennen, eher mehr so eine Art Lift, der dient eigentlich für den Transport der Waren ins Minental. Den kennen wir auch vom Einserteil noch, als die junge Dame damals ins in die Barriere gebracht wurde. Ja, uns hat man ja unsanft da in diese Pfütze reingeschubst. Seitdem, hört der Held weibliche Stimmen in seinem Kopf. Ja, also mich. Ja. Das war damals so. Man kann das nicht wegtherapieren. Also nicht in diesem Let's Play, leider. 25 Orks. Nein, zwei? Zwei. Das geht. Verende, Orki. Komm, verende. Komm, einmal geht's noch. Und Kabusch. Jawohl. Der andere ist hängen geblieben. Das ist, ist mir gleich. Der kriegt auch eine aufs Maul. Und hier irgendwo müsste Diegos Goldbeutel sein, den wir ihn dann zurückbringen sollen. Das werde ich dann wahrscheinlich auch gleich dementsprechend machen. Also irgendwo hier hat er einen Geldbeutel versteckt. Ich hoffe nur, ich habe diesen Teil jetzt nicht übersprungen wegen dem neuen Kapitel und so. Das würde mir nicht gefallen. Hieß es nicht, er hätte es hier irgendwo versteckt? Den Beutel. Mir kommt vor, hier irgendwo.
Ich weiß nicht einmal, ob ich diese Quest überhaupt gemacht habe. Im schlimmsten Falle habe ich's. Wow. Habe ich schon verhaut. Uka-chaka. Jawohl. Wup, 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 wup. Stufe aufgestiegen. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Mhm. Oh yeah. Wir sind die Besten. Wir sind die Besten. Oh yeah. Sehr schön. Ist er vielleicht da hinten? Das schaut nach einem Beutel aus. Prall gefüllter Lederbeutel. Tararara. Wir haben Diegos Beutel gefunden. Sehr schön. Den macht man nicht auf. Ich hoffe, ich verdrücke mich da mal nicht. Denn da vorne können wir eh dann schon ins Minental zurück. Wenn wir einfach durch die verlassene Mine kurz haben. Oder? Oder? Schlecht wäre es nicht. Ehrlich gesagt. Kurz durch die verlassene Mine durch. Diego den Beutel gebracht und dann wieder hierher zurückkehrend. Wir haben ja eigentlich das Board zur Burg. Wisst ihr was? Wir schauen uns da noch ein kleines bisschen um. Ja? Ich werde es vielleicht auch offscreen machen. Nein, ich werde es schneiden. So schaut's aus. Ich werde das dann schneiden, wenn wir soweit sind. Orkies. Huhu. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Oh doch, da ist ein Ork. Orki. Komm zu Papa. Uka-chaka. Komm. Uka-chaka. Oh, krach. Oh, erledigt. Jawohl. Boah, ich mag die Klaue Belias. Ist die toll. Die ist so toll. Wow, da ist noch einer. Komm her, Zipfelklatscher. Uka-chaka, Uka-chaka. Und es geht schon. Krawusch. Komm, Krawusch. Krawusch, ja. Sehr schön. Gleich zweimal hintereinander. Schön, 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 schön. So, ja. Und so, ja. Und diesen prall gefüllten Lederbeutel übrigens hätte man sich auch holen können. Als Diego und dieser eine Miliztypi da uns begleitet haben. Man hätte Diego eigentlich bis da hinten mitnehmen können und diese Erfahrungspunkte, die diese Orks gegeben haben, schon früher einsammeln. Na schaut, da sitzt er sogar noch. Wieso sitzt du denn da noch rum? Billgott. Genau, den habe ich gerade gemeint. So, hier tun wir speichern. Hallo Billgott. Was machst du hier? Ich dachte, du wolltest über den Pass. Oh, wartet kurz. Wir gehen ihn kurz mal schauen, ob wir ihm was stibitzen können. Yeah, 100 Erfahrungspunkte. Also, was machst du hier? Was machst du hier? Ich dachte, du wolltest über den Pass. Ich kann einfach nicht mehr. Lass mich nur einen Moment ausruhen. Ich komme schon klar. Mach dir keine Sorgen. Wie du willst. Nur eine kleine Pause. Ja, wie du meinst, Kumpel. Was? Warum liegt hier ein toter Drachenjäger? Was? Warum? Das ist jetzt aber gar nicht schön. Sag bloß, die sind angegriffen worden. Ich meine, dass da unten eigentlich ein Schock voller Leute stehen. Ja, ja. Und das habe ich gemeint. Wenn wir nämlich diesen Snapper, der da drüben stand, oder ich glaube Snapper war's, wenn wir den da nicht gekillt hätten, den Drachensnapper, hätten es die für uns gemacht. Und dann hätten wir keine Erfahrungspunkte bekommen, weil wir viel zu langsam gewesen wären, um den Drachensnapper töten zu können. So, war die schon alle toll aus, oder? So eine Rüstung kriegen wir auch einmal. Schaut mal, wer da steht. Gorn, immer mit von der Partie. Moment, was willst du denn hier? Ich dachte nur, Silvias Männer sind da hin. Hi, alter Kumpel. Wartet. Ja, es heißt doch immer, bei Geld hört sich die Freundschaft auf. Pass auf. Und? Yeah, nochmal 100 Erfahrungspunkte. Ja, also Gorn, alter Kumpel, ne? Du bist jetzt auch einer von den Drachenjägern, ne? Wie ich sehe, hast du dich den Drachenjägern angeschlossen. Ich bin Silvio ins Minental gefolgt, weil ich mich hier einfach am besten auskenne und mir die Situation hier nochmal genauer ansehen wollte. Ich sag dir was.
Hier braut sich ganz schön was zusammen. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht so viele Orks auf einen Haufen gesehen. Würde mich nicht wundern, wenn Garond und die Paladine in der Burg schon längst alle geflohen sind. Oder getötet wurden. Ich wäre mir da nicht so sicher. Getötet glaube ich fast nichts. Geflohen glaube ich erst recht nicht. Auch wenn wir eine kleine Schneise bei den Orks hinterlassen haben. Nee. Also ich glaube, die hockern dort immer noch und warten auf ihre Befreiung. Ja. Was hast du jetzt eigentlich vor, alter Freund? Was hast du jetzt vor? Ich werde erstmal den Jungs hier ins Minental folgen und mich dann später absetzen. Ich muss unbedingt herauskriegen, was die Orks vorhaben. Irgendwie gehört der Teil, wo die, also der Rüstung, ne, im Gesicht, wo die Augen sind, doch ein bisschen runter, oder? So in die Nasengegend noch ein bisschen mehr. Der sieht ja fast nichts, der arme Kerl. Na dann, Kumpel, wir sehen uns. Ich sehe dich dann. Pass auf dich auf. Sowieso. Hallo, Horkum. Hast du was zu trinken? Ich vermute, du willst kein Wasser. Nein, verdammt. Ich brauche irgendwas mit Alkohol, damit endlich diese verdammten Kopfschmerzen weggehen. Wenn ich längere Zeit nichts zu trinken hatte, fühlt sich mein Schädel an, als würde er jeden Moment explodieren. Nimm ein Aspro. Na dann, bitte, hier. Hier hast du was. Auf mein Wohl, auf unser Wohl. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glaube. Da lacht das Herz. Das ist schön. Jetzt kann ich auch wieder klar denken. Was kann ich für dich tun? Was wollt ihr hier? Was wollt ihr hier überhaupt? Keine Ahnung, was wir hier machen oder wann es losgeht. Ist mir auch egal, solange ich genug zu trinken habe. Was wisst ihr denn über diese Drachen? Wisst ihr denn, wo die Drachen sind? Was kriege ich denn, wenn ich es dir sage? Ja, noch eine Flasche? Ich habe noch eine Flasche Wacholder. Für ein gutes Tröpfchen würde ich alle Drachen der Welt töten. Schön. Abgemacht. Gib mir die Flasche. Den hebe ich mir für schlechte Zeiten auf. Ja. Aber im Bauch eines Drachen wirst du wohl nicht mehr trinken können, fürchte ich. Also, was ist jetzt mit den Drachen? Also, wo sind jetzt die Drachen? Was genau ist, kann ich dir natürlich nicht sagen, aber ich habe gehört, dass es 4 Drachen sein sollen. Mhm. Wir haben nachts ein rotes Leuchten über dem höchsten Berg gesehen. Ich schwöre bei meiner Mutter, wenn du einen Drachen suchst, dann wirst du ihn ganz bestimmt dort finden. Sehr gut. Da scheint er schon ein bisschen angeduselt zu sein. Ich suche jemanden, der mir was beibringen kann. Oh ja, bitte. Ich suche jemanden, der mir was beibringen kann. Ich könnte dir schon ein paar Sachen beibringen. Ich bin der beste Kämpfer weit und breit. Für dich mache ich sogar einen Freundschaftspreis. 300 Goldstücke. Himmelseiten. Es wäre schön, wenn man irgendwas mit Drachen, Sachen entfernen, so weiter lernen könnten, falls es da was Spezielles gibt. Ich weiß es nicht mehr. Na gut. In Ordnung. Hier ist das Geld. Wir haben es eh. Also dann, schauen wir. Lass uns mit dem Training beginnen. Einhand und Zweihand. Okay, tschüss. Ich spaß mir kurz mal auf. Hallo, Biff. Was ist mit dir? Was machst du hier? Das ist wirklich die dämlichste Frage, die ich seit langem gehört habe. Danke. Wonach sieht's denn aus? Nasenbohren. Schon gut, ich habe keine Ahnung. Ich kann deinen bescheuerten Gesichtsausdruck nicht mehr, also nicht einordnen, Alter. Passt schon, schon gut. Schon gut. Was glaubst du, was du hier findest? Was glaubst du hier im Minental zu finden? Gold und Ehre. Was sonst? Wenn ich mit den Drachen fertig bin, werde ich im Gold schwimmen. Genug, um den Rest meines Lebens jeder Kneipe und jeden Puff dieses Landes unsicher zu machen. Ich glaube nicht, dass ich da. Oder du schwimmst in deinem eigenen Blut, ne? So wie es hier ist, ne? Ja. Oder du wirst tot sein. Und wenn schon. Das gehört dazu. Wenn du reich werden willst, musst du schon was riskieren. Das war keine große Sache. Ist das jetzt auch eine Anspielung für zukünftige YouTuber? Wobei in Videospielen fließt hier und da eh genügend Blut, da kann man das doch eigentlich recht gut verbinden, oder? Ja, mit was riskieren und so meine ich, ne? Also nicht das eigene, ne? Also, ja. Man muss jetzt da, glaube ich, kein Blutritual durchführen, damit man erfolgreich ist mit YouTube und so, ne? Wie wär's, wenn du ab jetzt für mich arbeitest? Genau, diesen Kerl können wir nämlich anheuern. Ich fürchte auch, wahrscheinlich werden wir es auch brauchen, ich weiß es nicht.
Ich frag mal blöd. Wie wär's, wenn du ab jetzt für mich arbeitest? Ich hab so einiges. Warum nicht? Was zahlst du? Ich hab für so etwas keine Zeit. Ich zahl dir erstmal 100. Du kriegst die Hälfte der Beute. Nö. Du kannst froh sein, wenn ich dich leben lasse. 100. Ich zahl dir erstmal 100 Goldmünzen. Na schön, das ist immerhin ein Anfang. Geh vor. Ich folge dir. Verdammt, das wollte ich eigentlich jetzt nicht haben, dass der mir jetzt schon folgt. Warte mal. Danke für die Zusammenarbeit, Spenders. Ich denke, ab hier beenden wir unsere Zusammenarbeit. Wie du meinst. Ich kann mir auch was Besseres vorstellen. Mach's gut. Er geht dann immer hierher zurück. Also wenn wir ihn brauchen, können wir ihn hier quasi rekrutieren. Kjorn. Hey, komm mal her. Jo. Was willst du? Das Tal ist ziemlich gefährlich und ohne die richtige Ausrüstung ist man hier schnell tot. Ich nehme an, du hast die richtige Ausrüstung. Du hast es erraten. Ich würde sie dir sogar verkaufen. Ja. Was hast du anzubieten? Oh, Geldbeutel still. Warte. Ja. So, wie immer speichern. Mal schauen. Diebstahl und... Dreckiger Dieb, na verdammt, ist noch zu wenig Geschicklichkeit. Okay, dann tun wir laden. Bitte sehr. Okay, ja, probieren geht über studieren, heißt es immer. Ne? Also, ja, was hast du anzubieten? Jetzt habe ich echt schon mit einer super tollen Drachenjägerrüstung gerechnet, aber ich glaube, die muss man sich erst verdienen, glaube ich. Jedenfalls diese Tränklein kaufen wir mal ganz fix. Schutz vor Feuer 5, ich glaube, was haben wir sogar. Dietriche, ich nehme, ja, wir haben genug Geld. Ich nehme die 10 da mal mit. Das ist sicher nicht verkehrt und gut ist. Verkaufst du auch Infos? Verkaufst du auch Informationen? Kommt drauf an. Wenn der Preis stimmt, werde ich dir alles sagen, was ich weiß. Ja. Wie viel verlangst du? Das ist schwer zu sagen. Ich denke, 50 Goldstücke für jede Information, die ich dir gebe, sind angemessen. Glaube, Belia, du kriegst gleich Arbeit. Alter, ich brauche mal Infos, ne? Ich brauche Informationen. 50 Goldstücke. Ja, das wissen wir schon, du. Alter, ja, hier. Ja, hier. Jetzt erzähl mir. Über die Orks, die Burg Minental Drachen. Ist ja wurscht, das sind 200 Goldmünzen, die haben wir auch über. Lass mal ihm einfach mal quatschen. Erzähl mir etwas über die Orks. Die Orks sind erst seit kurzem hier. Ich meine zumindest die Orks vor der Burg. Allerdings wundere ich mich, wie gut sie organisiert sind. Normalerweise greifen Orks ohne Rücksicht auf Verluste an. Diese Orks warten ab. Ich weiß nicht auf was, aber sie warten. Das ist schlecht. Okay, Infos. Ich brauche Ich skippe das mal. Ja, um Gottes Willen. Die Burg. Erzähl mir etwas über die Burg. Sie liegt ziemlich im Zentrum des Minentals. Ja. Als das Tal noch ein Gefängnis war, haben die Erzbarone von dort den gesamten Erzhandel kontrolliert. Ja. Das ist echt, ich meine, das wissen wir alles. Dann halt nochmal, zweimal geht's noch. So. Jetzt das. Ich meine, es geht natürlich immer mehr, aber bitte. Minental. Erzähl mir etwas über das Minental. Das Minental von Korinnes ist im gesamten Land für sein magisches Erz berühmt. Diese Berge sind der einzige Ort, wo man das magische Erz finden kann. Eine aus diesem Erz geschmiedete Waffe ist nahezu unzerbrechlich und durchschneidet die stärkste Rüstung. Bis vor wenigen Wochen war das gesamte Tal von einer magischen Barriere umgeben, die undurchdringlich war und niemanden herausgelassen hat. Das wissen wir alles. Dann ist die letzte Info wahrscheinlich die, die wir wirklich brauchen können. Nämlich Drachen und so, ne? Erzähl mir etwas über die Drachen. Drachen sind uralte Geschöpfe von unglaublicher Macht. Einst lebten Tausende von ihnen auf der ganzen Welt verteilt. Seit über 100 Jahren hat man keinen mehr von ihnen gesehen. Ihr Blut ist heiß, wie siedendes Öl. Wenn sie dir in die Augen blicken, verwandelt sich dein Herz in Stein, habe ich gehört. Ja super, dann kriegen wir keine Angst mehr. Das ist ja hervorragend. Tschüss. Und das bist du. Du bist ein Gotha. Hallo. Was?
Was? Wo kommt ihr? Wo kommt ihr her? Wir kommen aus den... sind aus der Stadt. Ah. So, so. Aus der Stadt. So, so. Aus der Stadt also. Siehste, hast es kapiert. Hier, nimm erstmal einen Schluck. Hm, danke. Und was macht ihr hier? Was macht ihr hier? Wir haben von der Drachenjagd gehört. Also haben wir unsere Sachen gepackt und sind hierher gekommen. Aber um ehrlich zu sein, sind mir die Drachen scheißegal. Ich will nur ein bisschen Gold. Drachen haben doch Gold, oder? Bestimmt. Ja, ganzen Hort voll. Was weißt du über diese Biester? Was weißt du über die Drachen? Ich kenne nur die Geschichten, die man den Kindern erzählt. Du weißt schon, Jungfrauen, Gold, Feuerspucken und so ein Zeug. Toll. Und wo wollt ihr jetzt hin? Wo wollt ihr von hier aus hin? Keine Ahnung, wir überlegen noch. Ihr könntet in die Burg gehen. Da bringen mich keine 10 Pferde rein. Nicht zu den Paladinen. Ich gehe nicht zurück in den Knast. Ich war einmal drin, das reicht mir. Okay. Und die Orks? Was ist mit den Orks? Die ganze Burg ist umstellt. Es gibt keine Lücken. Sich da durchzuschleichen ist Wahnsinn. Braucht man Wenn nicht. Du versuchst zu kämpfen, ja? Kannst du dich gleich begraben lassen. Aber nee. Niemand kommt da durch. Doch. So, so. Schier, und warum warst du im Knast? Weswegen warst du im Knast? Die Schweine haben mich wegen Wilderei drangekriegt. Oh. Wegen 2 lumpigen Hasen. 10 Jahre haben sie mir dafür aufgebrummt. Das war alles? Na gut, ich habe mich natürlich gewehrt. Und? Ich konnte nichts dafür. Der Typ ist gestolpert und hat sich sein Genick gebrochen. Ehrlich. Aha. Was lässt du dich auch erwischen? Nee, nee. Kommt mir bekannt vor. Ja, mach mal so. Kommt mir bekannt vor. Du verstehst mich. Die reichen Säcke wissen gar nicht, wie wir behandelt werden. Das kümmert die überhaupt nicht. Ja, Hauptsache das Geld stimmt. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir beibringen, wie man jagt? Ein Tier hat mehr als nur Fleisch. Du kannst die Felle oder Krallen verkaufen. Das kann ein ganz schönes Sümmchen einbringen. Ja? Ich kann es kaum erwarten, einen Drachen in die Finger zu bekommen. Gut, dann scheint das alles zu zählen, oder? Na, Drachen ausnehmen? Zeig mir das Ausnehmen von Drachen. Damit du die Kohle ganz allein scheffeln kannst, was? Ja. Na gut, aber das kostet dich 1000 Goldmünzen. Himmelsseiten. Ja, ist fair. Das ist fair. Boah. Blut. Herz im Blut. Ey, mein Herz blutet. Zeig mir, wie man jagt. Zeig mir, wie man jagt. Drachenblut. Oh ja, auf jeden Such Fall. Such nach einer weichen Stelle am Bauch des Drachen. Da ist es am leichtesten, an Drachenblut zu kommen. Schön. Zeig mir, wie man jagt. Drachenschuppen. Du brauchst viel Kraft, um die Schuppen eines Drachen zu bekommen. Aber du schaffst das schon. Hoffentlich. Und das ist sehr wichtig, dass man lernt, denn dadurch können wir uns stärkere Rüstungen bauen lassen, meine ich. Zumindest war das noch im Zweierteil so und ich denke auch, das wird hier nicht anders sein. Ich meine, Pennet kann dann mit Hilfe von Drachenschuppen, Drachenblut, ich brauche der magisches Erz auch, bin mir jetzt gerade nicht sicher, jedenfalls konnte er mit diesen Zeugs die Drachenjägerrüstung aufwerten. Ich glaube, so lief das. Oder die stärkste davon herstellen. Das heißt, sie müssen früher oder später sowieso zurück. Es hilft dir nichts. Okay, Kumpel. Tschüss. Ich tue noch schnell speichern. Dann probieren wir ihn noch schnell auszurauben. Wahrscheinlich haut es eh nicht hin, aber probieren wir mal. Und? Yeah! 100 Punkte, also Erfahrungspunkte. Und es wird finster. Es wird Nacht. Der Part ist auch zu Ende. Warum er sich so aufregt. Ja, ich weiß auch nicht. Hey du, Typen wie du sollten aufpassen, wo sie hingehen. Ja? Was willst du mir damit sagen? Ich will sagen, dass die Luft hier draußen verdammt dünn ist. Hier wimmelt es nur so von Orks und Monstern. Von den Drachen ganz zu schweigen, ist nur eine gut gemeinte Warnung. Danke dir. Da ist wieder viel zum Käppeln, ne? Wisst was, das machen wir noch durch und dann ist heute wieder Überlänge. Ich denke, oder? Nein. Ja?
Ach, mach mal einfach. Erzähl mir was, was ich nicht weiß. Kannst du mir auch was erzählen, was ich noch nicht weiß? Ich kann dir einen guten Rat geben und der ist sogar ganz umsonst. Wir können hier niemanden gebrauchen, der schon beim kleinsten Drachenfurz gleich in Ohnmacht fällt. Geh nach Hause. Das ist eine Sache für ganze Kerle. Weißt du eigentlich, wie so ein Drachenfurz stinkt? Da kannst du nur umfallen. Bist du der Chef hier? Bist du hier der Anführer? Sehe ich so aus? Bestimmt nicht. Wir brauchen keine Wichtigtuer, die uns rumkommandieren. Als Silvio versucht hat, hier den Boss raushängen zu lassen, haben wir ihn mitsamt seinen Freunden mal gezeigt, was wir davon halten. Oh. Es gab eine Keilerei. Anschließend sind sie auf eigene Faust losgezogen. Hoffentlich ist Silvio in einem orkischen Kochtopf gelandet. Das heißt, der eine tote Drachenjäger, den wir da oben gefunden haben, dürfte einer von Silvios Männern sein. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Und ihr wollt Drachen töten? Ihr wollt also Drachen töten. Klugscheißer. Weißt du denn, wie man einen Drachen zur Strecke bringt? Habe ich gerade gelernt. Meinst du, das Vieh wartet, bis du ihm in aller Ruhe den Kopf vom Hals schlägst? Ja. So etwas braucht gute Planung und entschlossenes Vorgehen. Ja, einfach drauf. Und wie wollt ihr vorgehen? Wir werden erst mal auskundschaften, wo wir die Viecher finden. Erst dann machen wir uns Gedanken, wie wir am besten zuschlagen. Ich bin schneller. Was? Ich glaube, ich finde nicht mal ein blindes Schaf, wie gemein. Wie wollt ihr an die Orks vorbei? Wäre interessant, dabei zuzusehen, aber ich muss weiter. Fragen wir das untere zuerst. Wie wollt ihr an den Orks vorbei? Über solche Kleinigkeiten machen wir uns später Sorgen. Dann gibt es sicher eine Keilerei, wenn ich das jetzt sag. Ich glaube, ihr findet nicht mal ein blindes Schaf. Was? Ich soll dir wohl deine dämliche Fresse einschlagen. Oh. Ich liebe dich, Laue Belia. Ich wollte das gerade nicht. Ist er jetzt erledigt? Ich glaube, er ist tot. Ich wollte ihn nicht umbringen. Ich habe nichts gemacht. Ich gehe wieder. Tschüss. Ups. Ich glaube, der ist hin. mit diesem schönen Mord hier. Er hat uns angegriffen. Es war Notwehr. Ja, es war Notwehr. Okay. Dann würde ich sagen, wir beenden den Part heute. Unter bestimmten Umständen. Nein, wir haben auch den Part wieder mal überzogen. Aber dafür sind wir mit den Drachenjägern hier jetzt fertig, können somit ungehindert uns mal in Richtung Burg aufmachen, mal schauen, ob die Paladine dort noch leben, was mir auch sehr freuen würde. Dann werden wir ein paar Orks kaputt hauen. Was liegt hier rum? Eine Fackel, okay. Dann werden wir die Orks umhauen, also bevor wir in die Burg gehen, ein paar Orks klatschen. In der Burg uns mal umschauen und umhören, was die Leute noch so sagen. Ja. Und dann gehen wir die Drachen schön suchen. Ich glaube zu wissen, wo ungefähr alle sind. Ich glaube auch, dass der Sumpfdrache der einfachste war. Kleiner Spoiler. Mal schauen. Auf jeden Fall muss ich da mal schauen, dass ich ins Bettchen komme, irgendwo eine Schlafmöglichkeit habe, weil wir sind ziemlich angeschlagen. Ja. Deshalb esse ich auch gleich ein bisschen Käse. Na gut, ich glaube, das passt. Ich glaube, das passt für heute. Wir sind im Minental zurückgekehrt. Es ist alles im Arsch. Die Drachen regieren das Minental. Die Orks gleich mit. Irgendjemand befehligt das Ganze. Wahrscheinlich dürfen wir uns diesem Trottel oder diesem Kerl auch noch stellen. Oder kennenlernen zumindest. Ja, alles in allem bleibt es spannend, meine Lieben. In diesem Sinne wünsche ich euch von ganzem Herzen einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!